Prophetisches Live vom 2.3.2023 mit Gracie und Reinhard. Übersetzt von Margarete, 1:1 gesprochen von Peter, gelesen von Ulla. Guten Morgen, wir sind wieder live. Dies hier ist kein Live, in dem ich lehren werde. Das Ziel dieses Lives ist das Prophetische und Übernatürliche. Wir werden prophetische Worte und Wunder, die Gott uns gibt, freisetzen. Ich möchte vorher noch kurz etwas teilen. In einem prophetischen Wort ist keine Kraft, wenn du es nicht glaubst und umsetzt. So viele Christen glauben, wenn ich ein Wort von Reinhard oder Gracie bekomme, wird sich mein Leben ändern. Es wird sich gar nichts ändern, bis du es nicht im Glauben ergreifst und dein Herz mit dem Herzen Gottes in Einklang bringst. Also, denk daran, ein prophetisches Wort ist wichtig, klar. Mein Leben wurde schon viele Male durch prophetische Worte verändert. Aber es ist nicht das Wort, das dich verändert, sondern du selbst, wenn du glaubst, dass Gott es gesagt hat und deshalb auch tun wirst. Ich sage das, weil ich so viele Leute getroffen habe, die immer noch ein weiteres prophetisches Wort haben wollen, aber sie glauben nicht, was Gott als die absolute Wahrheit gesagt hat. Deshalb sagen sie, nur noch ein Wort und mein Leben wird sich ändern. Das wird nicht geschehen. Du musst also ergreifen, was Gott sagt, und du musst in deinem Herzen sagen, danke Gott, dass du gesprochen hast, ich glaube es. Das Gleiche gilt für Wunder. Also, Heiliger Geist, wir sind sehr dankbar. Wir danken dir, dass du uns dieses wunderbare Vorrecht gibst, deine Kanäle zu sein. Welch eine Ehre! Du müsstest das nicht tun, aber du tust es. Du nimmst schwache menschliche Kanäle wie Gracie und mich und sagst, ich gebrauche diese Kanäle. Welch ein unfassbares Geheimnis. Welch eine Ehre gibst du uns. Heiliger Geist, wir geben uns dir ganz hin. Wir wollen kein einziges Wort aus uns selbst heraussprechen. Wir wollen keinen Ruhm und keine Ehre für uns selbst. Wir wollen nur, dass Jesus Christus durch uns verherrlicht wird. Wir versprechen dir, Jesus, dass wir dir alle Ehre geben. Heiliger Geist, wir geben uns hin. Fließe durch uns. Sprich durch uns. Heile durch uns. Tu, was du tun möchtest. Wir werden dir in Hingabe gehorchen und folgen. Wir danken dir so sehr. Wir heißen dich hier so sehr willkommen. Wunderbar, wir preisen dich den ganzen Tag. Du bist einfach so wundervoll. Danke. Reinhard fährt fort. Während wir jetzt gebetet haben, habe ich eine ganze Reihe Menschen gesehen, die mit Depression kämpfen. Ihr habt so viel versucht, um aus dieser Depression herauszukommen. Doch nichts hat wirklich funktioniert. Manchmal sah es ein bisschen besser aus, aber es war keine Lösung. Der Heilige Geist sagt, heute habe ich eine Lösung für dich und es ist ein Versprechen. Mein Versprechen ist, dass ich selbst dich hinaus in die Freude leiten werde. Ich sehe, dass Jesus selbst diese Menschen an der Hand nimmt und sie auf eine wunderschöne Wiese führt, um mit ihnen zu tanzen. Der Herr sagte zu mir, damit das für diejenigen von euch, die mit Depression kämpfen, erfahrbar wird, müsst ihr jetzt dreierlei tun. Zuerst müsst ihr euch selbst positionieren, indem ihr sagt, ich weise die Depression zurück.
und sie nicht länger akzeptiert. Das Zweite, das ihr sagt, Jesus, ich glaube fest, dass du mich in einen wunderschönen Tanz voller Freude führst. Ihr müsst ihm danken und vertrauen, dass er tun wird, was er gesagt hat. Ihr müsst es nicht selbst machen, aber ihr müsst ihm danken und glauben. Das Dritte, was ihr tun müsst, ihr müsst anfangen, in eurem Herzen Bilder von euch zu sehen, wie ihr mit Jesus tanzt, in dieser großen, extrem glücklichen Freude. Denn das ist das, was er sagte. Und dann werdet ihr es erleben. Ich sehe viele großartige Zeugnisse und nicht nur schöne Zeugnisse. Ich sehe Menschen, die andere Menschen lehren, wie man frei von Depressionen wird. Heiliger Geist, ich danke dir. Ich danke dir und glaube, dass du diese Menschen hinaus in die Freude führst. Ich ergreife die Autorität über jeden Geist der Depression. Ich sage, lass diese Gotteskinder jetzt los. Danke. Jetzt ein Wort von Gracie. Ich habe ein Wort für ein Ehepaar. Ihr hattet vor einigen Monaten eine große Veränderung in eurem Leben. Nachdem diese Veränderung so leicht war, sah es so aus, als ob alles vom Herrn geleitet worden wäre. Doch nachdem ihr alles verändert hattet und alles so wunderbar und perfekt gewirkt hatte, hat sich einige Monate später alles in große Verwirrung und Chaos verwandelt. Deshalb habt ihr nun schon eine ganze Weile lang miteinander überlegt, ob ihr wirklich Gottes Willen gefolgt seid, ob ihr wirklich den Weg gegangen seid, den er wollte. Ihr habt auch schon Dinge gefragt wie, sollten wir besser dorthin zurückziehen, wo wir waren? Denn hier wirkt nicht so, als ob es richtig klappen würde. Aber ich höre, dass der Herr sagt, ihr habt euren Fokus auf das Falsche gerichtet. Denn als ihr umgezogen seid, geschah alles durch ihn und ihr habt fest auf ihn geschaut. Aber jetzt, wo die Umstände sich zum Schlechten änderten, habt ihr auch euren Fokus auf die Situation gerichtet und nicht mehr auf ihn. Ich höre, wie der Herr sagt, richtet euren Fokus wieder zurück auf mich, denn ich werde diese Dinge durch euch tun. Ich sehe, wie ihr beide euren Fokus wieder auf den Herrn richtet und wie ihr im Herrn ruht und sich euch viele Türen öffnen. Ich sehe, wie ihr auch Mühe mit euren Kindern habt und mit dem, was die Kinder lernen müssen. Ich höre den Herrn sagen, ich habe immer für eure Kinder gesorgt und ich sorge immer für sie. Eure Kinder hatten oftmals viel mehr Freude an mir als an euch, denn sie kennen mich. Ich höre, wie der Herr sagt, ihr müsst wieder lernen, in mir zu ruhen. Ich höre, wie die Frau dauernd dasselbe Lobpreislied anhört. Er ist immer derselbe. Heute möchte er dich daran erinnern, dass er auf ewig derselbe ist und dass seine Liebe für dich sich niemals ändern wird. Ich sehe auch, dass euer Leben durch die Türen, die sich vor euch öffnen werden, sehr schnell verändert werden wird. Jetzt habe ich ein Wort für den Ehemann. Das Wort ist Ruhe. Du warst bei allem, was du getan hast, immer sehr erfolgreich, weil du dem Herrn immer erlaubt hast, mit dir zusammenzuarbeiten. Ich höre, wie der Herr sagt, ich liebe es, wie du alles mit Exzellenz machst, was du tust. Doch jetzt wirst du zurückkehren zu deinem Ort der Ruhe, von wo aus du wieder beginnen kannst, alles mit Exzellenz zu tun. Und alles wird gut sein, viel besser, als ihr es euch vorstellen könnt. Reinhard fährt fort.
Okay, hört Leute, ich habe ein Wort der Erkenntnis für Heilung. Ich möchte euch etwas sagen. Wir haben so viele Zeugnisse über Heilungen erhalten, auch von Leuten, die unsere Lives erst später angeschaut haben, wenn sie in andere Sprachen übersetzt waren. So ist Gott. Es wird hier gesprochen, es wird aufgenommen, jemand schaut es sich eine Woche später an und das Wunder geschieht. In Gottes Kraft gibt es keine Begrenzungen. Wollt ihr mir eine Freude machen? Wenn ihr tatsächlich ein Wunder erfahren habt, würden wir uns freuen, wenn ihr uns ein Video von höchstens einer Minute aufnehmt und uns euer Wunder erzählt. Warum? Weil manche Leute es oft so schwer finden, für ein Wunder zu glauben. Doch dann hören sie, dass Gott in Amerika etwas getan hat und sie werden dadurch inspiriert und ermutigt. Wir wollen damit keineswegs für uns selbst werben. Es ist der Heilige Geist. Wir wollen jedem, der ein Wunder braucht, helfen, dass er sein Wunder empfangen kann. Gestern habe ich eine Nachricht erhalten, ein Mann aus der Schweiz wurde an seinen Knien geheilt. Er testete seine Knie, indem er 2 Tage lang in den Alpen Skifahren ging. Und alles war absolut gut. Danke, Heiliger Geist, für dieses Wunder. Ich sehe, dass Jesus jetzt Ellbogen heilt. Das sind verschiedene Probleme in den Ellbogen. Aber das ist egal, sie werden alle geheilt. Ich sehe eine Person, die einen sogenannten Dennisarm hat. Das ist eine chronische Entzündung im Ellbogen. Du wirst völlig geheilt werden. Ich sehe eine andere Person, die eine Verletzung im Ellbogen hat, die durch einen Unfall entstanden ist. Ich sehe, dass diese Person ihren Arm nicht mehr ganz ausstrecken kann. Jesus wird solch ein Wunder tun, dass du deinen Arm wieder völlig strecken kannst. Ich sehe sogar jemanden, der seinen Ellbogen gequetscht und gebrochen hat, sodass Metallteile hineinoperiert werden mussten, um das zu stabilisieren. Doch jetzt hast du dauernd Schmerzen. Ich sehe, wie Jesus diesen Ellbogen wiederherstellt, sodass er funktioniert wie neu. Also, vielleicht schaust du das jetzt direkt an, vielleicht sieht es sich jemand später als Aufnahme an. Beides ist okay. Wenn du es jetzt gerade ansiehst, tu mir einen Gefallen. Leg deine Hand auf den Ellbogen, der wehtut. Wenn beide wehtun, dann mach es so. Reinhard legt beide Hände auf den gegenüberliegenden Ellbogen. Das ist alles. Bete nicht. Bitte Gott nicht etwas zu tun. Entspanne dich einfach. Heiliger Geist, du bist so wunderbar. Du hast Jesus Christus gesalbt, sodass er umhergehen und Wunder tun konnte. Und du bist jetzt auch in mir und auf mir. Danke. Ich vertraue dir für diese Wunder. Durch deine Kraft und in der Autorität Jesu Christi, in dessen Namen jede Krankheit ihre Knie beugen muss, weise ich jetzt jeden Geist der Schwachheit zurück. Genau jetzt geh und verlasse diese Ellbogen. Ich befehle, diesen Ellbogen geheilt zu sein. Ich befehle, der Entzündung zu gehen. Und ich befehle den Metallteilen zu verschwinden. Verschwindet einfach. Und ich befehle dem Ellbogen, der sich nicht ausstrecken konnte, sich jetzt völlig zu strecken. Entzündungen geht und jeder Schmerz verschwinde. Ellbogen, hört und gehorcht. Seid geheilt. Ich weiß nicht, wie viele jetzt zugesehen haben oder wer sich das später anschaut,
Aber wenn du ehrlich spüren und bestätigen kannst, dass dein Ellbogen jetzt gesund ist, dann schreib in den Kommentaren geheilt. Nur ein Wort geheilt. Aber bitte probiere es wirklich aus und sei dir sicher, dass du geheilt bist. Nicht nur im Glauben und im Namen Jesu. Es soll schon wirklich funktionieren. Leute, es ist wirklich nett, wenn ihr in die Kommentare schreibt, bitte betet für uns. Nur das hilft nichts, denn wir reagieren nicht auf euch, sondern auf den Heiligen Geist. Ihr könnt also 100-mal schreiben, bitte betet für mich, und wir werden es nicht tun. Hier in diesen prophetischen Lives folgen wir nur dem Heiligen Geist und niemandem sonst. Es ist also besser, wenn ihr das gar nicht schreibt, ihr seid sonst nur enttäuscht. Oh, hier schreiben schon Leute, dass sie geheilt wurden. Wunderbar. Du bist an der Reihe, junge Dame. Gracie fährt fort. Ich habe ein Wort für einen Mann. Reinhard fragt, für mich? Gracie sagt, nein. Reinhard sagt, du sagtest, du hättest ein Wort für einen Mann. Ich bin ein Mann. Wir schaffen hier gern eine fröhliche Atmosphäre, denn der Heilige Geist ist ein Geist der Freude. Wenn wir angespannt sind, ist das keine Atmosphäre, die der Heilige Geist mag. Er mag Freude. Gracie fährt fort. Also, hier kommt ein prophetisches Wort für einen Mann, der in der letzten Zeit wirklich empört ist, wirklich aufgebracht. Du bist deshalb so empört, weil du die Größe Gottes angezweifelt hast. Du hast alles um dich herum angesehen, besonders die Ungerechtigkeiten, und du hast dich gefragt, wo Gott ist. Selbst wenn du dich danach gesehnt hast, Gott zu sehen, war doch dein Ärger größer als der Wunsch, Gott zu erkennen. Ich habe auch gesehen, dass du sehr aufgebracht warst, wenn du das anschautest, was dich so verärgert. Der Herr fühlt deinen Schmerz. Doch das kannst du mit dem Ärger, den du spürst, nicht sehen. Gott möchte dich gebrauchen, diesen Menschen eine Veränderung zu bringen, aber nicht mit dem Ärger und der Wut, die du fühlst. Du musst also die Liebe und die Güte Gottes spüren, aber auf seine Weise, nicht auf deine Art. Oft aber denkst du, wenn ich das tue, bringe ich hier Gottes Gerechtigkeit. Aber das, was du tun willst, ist leider falsch. Das Problem ist nicht die Empörung, die du spürst, sondern die Art, wie du deinen Ärger ausgelebt hast. Ich höre, wie der Herr zu dir sagt, dass du nur durch Intimität mit ihm wirklich seine Gerechtigkeit zu den Menschen bringen kannst. Er wird dir helfen, die Dinge durch sein Herz zu sehen und nicht durch deins. Und wenn du die Dinge aus Gottes Sichtweise sehen kannst, wirst du die Veränderung so bringen, so wie er das möchte. Ich sehe, wie all der Ärger in dir sich in Liebe verwandeln wird. Ich sehe, wie du dich Jesus hingibst und ihm sagst, das ist es, was ich wirklich fühlen wollte, aber ich wusste es nicht. Du wirst eine neue Ebene der Intimität erleben und auch der Demut, und du wirst auch eine neue Zeit der Versorgung in deinem Leben erfahren. Ich sehe, dass du das Herz Gottes spüren können wirst, wie du es immer spüren wolltest, es aber bisher nicht fühlen konntest. Du wirst auch mit Menschen verbunden sein, die das Herz Gottes spüren und dir helfen werden, diese Veränderung in die Welt zu bringen. Du wirst sehen, dass es so viel einfacher sein wird, durch die Liebe Gottes zu handeln, als in dem Ärger, den du spürtest. Und durch die Liebe Gottes werden viele Menschen verändert werden. Reinhard fährt fort. Okay, ich habe eine ganze Menge Worte hier. Schauen wir mal, ob ich jetzt zwei freisetze. Dann Gracie das Wort übergebe und dann nochmal eins freisetze.
Ich habe ein Wort für eine Frau in Europa. Lasst mich das nochmal wiederholen. Gott hat mir den Namen dieser Frau gezeigt, aber ich werde ihn nicht nennen. Ich sage euch warum. Weil Gott so oft um so viel größer ist, als wir denken, dass er ist. Er ist viel größer als irgendetwas anderes. Oft, wenn ich den Namen nennen würde, den Gott mir gezeigt hat, würde nur diese Frau das Wort ergreifen und jede andere würde sagen, das ist für sie. Lernt das über Gott und das Prophetische. Gott setzt ein Wort frei und tut vielerlei damit. Was heißt das? Auch wenn dieses Wort mir für eine Person gegeben wird, nicht wenn du es magst, sondern wenn es auch zu deinem Herzen spricht, egal wer du bist oder wo du wohnst. Also, das Wort ist für jemanden in Europa, aber du bist vielleicht in Afrika oder in Amerika. Wenn der Heilige Geist zu dir durch dieses Wort spricht und sagt, das ist für dich, dann ergreife es. Nimm es. Hier ist das Wort. Diese Frau befindet sich in großer Verwirrung. Ihre Verwirrung wird immer schlimmer und sie versucht es zu mindern. Das hat noch mehr Verwirrung gebracht. Deshalb kam sie in ihrem Herzen durcheinander. Sie versuchte das Problem zu lösen und je mehr sie versuchte es zu lösen, desto mehr Durcheinander entstand. Sie hat schon zu Gott gesagt, Gott, das funktioniert nicht. Sie ist aus der deutschsprachigen Welt. Sie sagte, Gott, das funktioniert nicht. Der Herr sagt, der Grund, warum es nicht funktioniert, ist, weil du deine Ohren für zweierlei Dinge geöffnet hast. Deshalb funktioniert nichts. Du hast ein Ohr für das offen, was ich sage. Du versuchtest festzuhalten, was ich versprochen habe. Du hast versucht, in deinem Herzen über das zu meditieren, was ich sagte. Dann spürtest du die Begeisterung dafür. Aber wenn du dein anderes Ohr für all das öffnest, was die Stimmen um dich herum sagen, hörst du den weltlichen Dingen zu. Hörst du, was die Nachrichten sagen. Hörst du das, was deine Freunde dir erzählen. Lauter negative Sachen. Du horchst also zwei Seiten zu, was Gott sagt und was die Welt sagt. Das ist der Grund dafür, warum nichts funktioniert und weshalb du immer verwirrter bist. Der Herr sagt, es ist richtig, wie du auf mich hörst. Du brauchst gar nichts zu verändern. Es ist auch richtig, wie du in deinem Herzen Zeit mit mir verbringst. Auch da musst du nichts ändern. Was du verändern musst, ist, schließe dein Ohr. Verschließe dein anderes Ohr vor all den Dingen dieser Welt und vor deinen Freunden, die negativ reden. Denn Jesus zieht in die eine Richtung und all die negative Information zieht in die andere Richtung. Deshalb steckst du fest und bist verwirrt. Wenn du dein Ohr verschließt vor all dem Negativen, das du täglich hörst, wenn du sagst, ich werde dem nicht mehr zuhören, dann wirst du ganz rasch einen unvorstellbaren Durchbruch erleben. Aber ich sehe, wie diese Frau überlegt und sagt, das kann ich nicht. Denn sie fragt sich, wie kann ich dem entkommen? Und der Herr sagt, du wählst, wem du zuhörst. Ich sehe diese Frau manchmal in Situationen, wo sie mitten unter Leuten ist und nicht weggehen kann. Und diese Leute reden negativ. Der Herr sagt, manchmal kannst du diesen Leuten sagen, bitte, ich möchte das nicht hören, sag nichts. Das braucht Mut, aber das ist es wert.
denn das wird deine Verwirrung beenden. Aber ich sehe, dass diese Frau das woanders nicht tun kann. Da muss sie in ihrem Herzen sagen, ich höre nicht zu, ich passe nicht auf, das kommt nicht in mein Herz. Denn du hast den beiden Stimmen erlaubt, durch deine Ohren in dein Herz zu gelangen. Nächstes Wort von Gracie. Ich habe ein Wort für eine Frau. Du fühlst eine lang anhaltende Traurigkeit und fehlende Motivation. Du hast so viel geweint, und durch die tiefe Traurigkeit war es sehr schwer für dich, deine Tränen zurückzuhalten. Du gehst zur Arbeit und weinst. Jemand fragt dich, wie es dir geht, und du weinst. Du fühlst dich, als hättest du absolut keinen Wert. Immer, wenn jemand etwas über dich wissen will, spürst du solch einen Mangel an Wert, dass du am liebsten gar nicht antworten würdest. Du schaust in den Spiegel und denkst, du hättest keine Schönheit und keinen Wert mehr und an dir sei nichts Gutes zu finden. Und immer, wenn du das tust, höre ich Jesus sagen, wie sehr du von mir geliebt bist. Du hast dich sehr lange ohne Liebe angesehen, aber auf viele andere Menschen hast du mit so viel Liebe geschaut. Du hast im Leben anderer so viel bewirkt, weil du in ihrem Leben einen Unterschied machen wolltest. Aber du selbst fühlst dich wertlos. Es ist so einfach für andere Menschen, von dir berührt zu werden, weil die Liebe, die durch dich fließt, so groß ist. Aber ich höre, dass der Herr sagt, du musst dich selbst füttern mit dieser Liebe für dich. Du musst dich also von ihm geliebt fühlen, um anderen Menschen noch mehr Liebe geben zu können. Du hast dich kürzlich unfähig gefühlt, irgendetwas zu tun, das fühlte sich an wie, mein Leben ist jetzt vorbei. Aber ich höre, wie der Herr sagt, du hast nicht einmal ein Drittel dessen gesehen, was ich für dich vorbereitet habe. Er möchte, dass du begreifst, du musst auf seine Weise vertrauen und nicht so, wie du dich selbst siehst. Hör auf diese negativen Stimmen zu hören und konzentriere dich auf seine Liebe. Du hast noch so viel zu tun und ich sehe, wie dir zugerufen wird. Du machst wirklich einen Unterschied im Leben anderer Menschen. Ich sehe, wie der Heilige Geist ständig zu dir spricht und dir ununterbrochen Anweisungen gibt. Aber du hast in deinen Augen keinen Wert, deshalb kannst du ihn nicht hören. Ich sehe, die nächsten 7 Tage werden einen großen Unterschied in deinem Leben bewirken. Ich höre den Heiligen Geist sagen, achte die kommenden 7 Tage auf meine Worte für dich und auf das, was ich dir gebe. Füttere dich damit. Immer wenn du diese negativen Gedanken spürst und das Gefühl hast, absolut keinen Wert zu haben, dann sag, danke Herr, denn du bist alles, was ich brauche. Ich höre, wie der Heilige Geist sagt, komm mit mir auf diese 7-tägige Reise. Und du wirst sehen, wie schnell sich dein Leben verändern wird. Ich sehe, wie Jesus selbst zu dir kommt und dir eine Krone der Herrlichkeit aufsetzt. Ich sehe, wie du einen Raum voller Leute betrittst und du gehst dort hinein wie eine Braut voller Herrlichkeit. Diese Herrlichkeit um dich herum ist die Gnade und die Gunst Gottes. Das wird viele Leute berühren. Durch dich werden also die Menschen Jesus mehr und besser kennenlernen. Das nächste Wort von Reinhard. Ich habe ein prophetisches Wort. Nicht für eine Person, sondern für Europa. Das kam wirklich überraschend. Ich sehe, dass Gott selbst Europa anhaucht.
Ich sehe, dass er gerade Brüssel anhaucht, wo sich der Sitz des EU-Parlaments befindet. Ich habe gesehen, wie Gott sich herunterbeugt und Brüssel anhaucht. Der Atem Gottes wird einiges freisetzen. Erstens, der Atem Gottes wird viele Politiker in der Europäischen Union aufwecken und zum Leben bringen. Ich sehe Politiker in der Europäischen Union, die sich nicht einmal Gedanken um Gott gemacht haben, aber plötzlich wird in ihnen ein Bewusstsein von Gott sein und sie werden sich nach ihm ausstrecken. Ich sehe, wie die Söhne und Töchter des Reiches Gottes in diesem politischen System in Brüssel offenbar werden. Plötzlich werden Leute aus dem Nirgendwo aufstehen, mitten in der Regierung der Europäischen Union. Sie werden sich selbst als Nachfolger Jesu positionieren, nicht als Christen, sondern als Nachfolger Jesu. Aber ich sehe, dass der Atem Gottes über der Regierung der Europäischen Union auch einen riesengroßen Ärger hervorrufen wird bei Politikern, die gottlos sind und beschlossen haben, Gott nicht zu folgen. Das wird unbeschreiblichen Ärger hervorrufen. Es wird also einen großen Konflikt geben zwischen den Politikern in der Europäischen Union, sogar bis hin zur Verfolgung. Diejenigen, die dazu aufhetzen, Gott zu hassen und gegen ihn kämpfen, werden jetzt aufstehen und gegen die Politiker kämpfen, die sich entschieden haben, Jesus zu folgen. Ich höre, dass der Herr mich bittet, die Menschen rund um die Welt dazu aufzurufen, dieses Gebet zu beten. Das gleiche Gebet, das Jesus für Petrus betete, als er Petrus ankündigte, dass Petrus ihn verraten würde und dass Satan sie sichten würde. Jesus sprach: Ich betete, dass dein Glaube nicht schwindet. Ich spüre, der Herr möchte, dass wir über die Politiker in der Europäischen Union, die Nachfolger Jesu sind und sich als solche offenbaren, beten und deklarieren: Ihr Glaube wird nicht schwinden. Lasst uns also Engel an ihrer Seite freisetzen. Vater, wie wunderbar bist du. Ich danke dir, dass dein Atem über Brüssel kommt, über die Europäische Union. Wenn dein Odem kommt, wird es Spaltung und Verfolgung geben. Und ja, wir heißen das willkommen, denn es kommt von dir. Vater, wir beten für diese Menschen, die sich als wahre Nachfolger Jesu offenbaren, dass ihr Glaube nicht versagt, wenn sie verfolgt werden. Sie sollen gestärkt werden durch deine übernatürliche Kraft, damit sie Ausdauer haben und alles mit großer Freude tun können. Vater, wir deklarieren der geistigen Welt, den wahren Söhnen und Nachfolgern Jesu Christi in der europäischen Regierung: Seid stark in eurem Glauben, steht auf und folgt Jesus beharrlich. Wir stehen mit euch. Ihr Engel geht und steht an ihrer Seite, stärkt sie, damit Europa die offenbarte Herrlichkeit Jesu Christi sieht. Vater, mögen deine Kinder mehr auf das schauen, was du sagst, als darauf, was die Nachrichten sagen. Danke. Reinhard hat ein weiteres Wort der Heilung. Er sagt: Das ist super, es ist ein prophetisches Wort, das ich jetzt nicht erwartet habe. Leute, ich werde euch eine wunderbare Geschichte erzählen. Ich bin heute früh um 6 Uhr ins Fitnessstudio gegangen. Ich hatte mir vor einigen Monaten meine rechte Schulter verletzt, weil ich ein Gewicht gehoben hatte, das viel zu schwer für mich war. Das ist mir heruntergefallen und meine Schulter war dann verletzt und ich hatte starke Schmerzen. Wie auch immer. Doch wegen unserer Reise quer durch Europa und all unseren geschäftlichen Aufgaben kam ich nun ein paar Monate nicht ins Fitnessstudio. Das war eine ziemlich verrückte Zeit.
Heute früh dachte ich, ach, ich gehe hin. Ich ging also zur Hantelbank, legte Gewichte auf und begann, diese zu heben. Mein Engel war mit mir dort. Er sagte, es war eine weise Entscheidung, kein größeres Gewicht aufzulegen, denn das ist noch nicht gut für deine Schulter. Ich sagte, danke. Ich hob mein Gewicht mehrmals hintereinander und als ich es bei meiner dritten Serie zum ersten Mal anhob, spürte ich wieder einen Schmerz in meiner Schulter. Ich dachte, ich werde jetzt nicht aufhören, nur weil es weh tut. Und ich hob das Gewicht ein zweites Mal hoch. Sofort hatte ich das Gefühl, als würde mich eine Hand an der Schulter berühren und es tat nichts mehr weh. Ich fragte, was ist das? Da sagte der Engel, ich helfe dir, damit du deine drei Serien vollenden kannst. Ich antwortete, du bist so genial, und fragte dann, soll ich jetzt weniger Gewicht auflegen? Er antwortete, nein, ich helfe dir nicht, das Gewicht zu heben, sonst kannst du ja keine Muskeln aufbauen. Ich lege nur meine Hand hierher, damit du das Gewicht schmerzfrei hochheben kannst. Und ich hob das Gewicht problemlos an. Leute, geht nirgendwo hin ohne eure Engel. Sie sind sogar im Fitnessstudio bei euch, Leute. Reinhard fährt fort. Ich sehe entzündete Zehennägel, aber auch Fingernägel, die schon lange entzündet sind. Ich sehe eine Person, die das schon seit Jahren hat und beschlossen hat, dass das wohl zu ihrem Leben gehört. Der Herr sagt, nein, du wirst morgen früh aufwachen und die Entzündung an deinem Nagel wird weg sein. Du wirst überrascht sein. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du entzündete Nägel heilst. Wir deklarieren und befehlen und verfügen, dass diese Infektionen gehen müssen. Infektion an jedem Finger- und Zehennagel verschwinde, seid komplett geheilt. Und wir deklarieren, wenn die Leute morgen aufwachen, wird da keine Entzündung mehr sein. Reinhard fährt fort. Der Heilige Geist macht jetzt eine Heilig-Geist-Wurzelbehandlung. Du hast einen entzündeten Zahn, aber du hast keine Versicherung. Deshalb musst du für die Zahnbehandlung selbst bezahlen. Du hast dich schon gefragt, woher wohl diese Versorgung kommen sollte. Genau jetzt wird der Schmerz in deinem Zahn völlig verschwinden und der Heilige Geist wird eine Wurzelbehandlung vornehmen. Die Entzündung wird verschwinden und du wirst essen und kauen können, ohne dass es schmerzt. Zuerst sollst du das so testen. Du wirst das tun können. Reinhard beißt mit den Zähnen mehrfach aufeinander. Und es wird nicht wehtun. Gut, lasst uns dieses Wunder freisetzen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du so wunderbar bist. Ich danke dir einfach für dieses Wunder und setze die Heilig-Geist-Wurzelbehandlung frei. Jede geistliche Schwäche muss gehen, die Entzündung im Zahn trocknet genau jetzt völlig aus. Und ich befehle jetzt der Wurzel, komplett neu wiederhergestellt zu sein. Ich befehle, dass der Zahn absolut nicht mehr schmerzt. Sei geheilt. Leute, wenn ihr jetzt dieses Wunder erlebt habt, wenn ihr eure Wange ohne Schmerzen berühren könnt, dann schreibt in die Kommentare Zahn. Nur Zahn. Und jetzt sehe ich, wie gleich eine ganze Menge Wunder auf einmal freigesetzt werden. Die Sinusitis, über die der Heilige Geist schon zu sprechen begonnen hat. Jetzt sind hier Leute, die eine chronische Sinusitis haben. Sie haben alles probiert, aber nichts hat gewirkt.
Zahn. Hier schreiben Leute, dass ihr Zahn geheilt ist. Auf YouTube auch. Wie wunderbar. Hier noch einer. Vier Leute hatten während dieses Lives eine göttliche Zahnbehandlung. Das ist großartig. Wir sollten mit dem Heiligen Geist eine Zahnarztpraxis eröffnen. So wunderbar. Jesus, wir verherrlichen dich. Noch jemand, schau mal, wie viele. Jesus, wir verehren dich, wir verehren dich, wir verherrlichen nur dich allein. Du bist so viel wunderbarer, als ich es mir überhaupt vorstellen kann. Oh, noch jemand auf YouTube, meine Güte, so viele, wow. Herr, wir beten, dass du der Versorger für die Zahnärzte bist, die jetzt kein Geld verdienen. Danke, so viele. Ich sehe also, dass jemand Probleme mit extremer chronischer Sinusitis hat. Es wirkt kein Antibiotikum mehr. Diese Tatsache hat einige von euch ziemlich gestresst. Ich sehe jetzt, dass der Heilige Geist dreierlei tut. Zunächst löst er die Infektion in den Nasennebenhöhlen. Schau zu. Ich werde jetzt hier pusten und das wird der Atem Gottes durch mich sein. Hier sind jetzt Leute, die eine total verstopfte Nase haben. Ihr könnt nicht durch die Nase atmen. Aber in dem Augenblick, wo der Heilige Geist pusten wird, werdet ihr frei durch eure Nase atmen können. Eure Nase wird frei sein. Macht euch bereit. Jesus, du bist so unbeschreiblich. Heiliger Geist, du bist so wunderbar. Ich liebe es, wie du die Begrenzungen auflöst. Jetzt sind die Nebenhöhlen offen. Atmet. Das Erste, was ihr tun sollt, ist, wenn eure Nebenhöhlen verstopft waren und ihr nicht atmen konntet, und jetzt könnt ihr frei atmen, schreibt in die Kommentare atmen. Nur atmen. Wenn ihr vorher nicht atmen konntet und jetzt könnt ihr frei atmen, dann schreibt das. Ich sehe eine zweite Sache, was der Heilige Geist auch mit den Nasennebenhöhlen macht. Ich sehe Menschen, die eine Operation an ihren Nebenhöhlen brauchen, und der Heilige Geist teilte mir mit, dass die OP abgesagt ist. Atmen, die Leute schreiben es schon. Vier Leute haben schon geschrieben, atmen. Da bei YouTube auch, jetzt sind es sieben. Leute, die nicht durch ihre Nase atmen konnten, sind jetzt geheilt. Jesus lehrt uns, dass es keine Begrenzungen mehr gibt für diejenigen, die da glauben. Meine Güte, schau nur. Ich würde diese Menschen am liebsten befragen, aber sie können nicht hier dazukommen. Wow, horcht Leute, der Heilige Geist lehrt uns, dass die einzige Begrenzung, die wir haben, unser schrecklich ungläubiges Herz ist. Schaut nur, unser schrecklich ungläubiges Herz ist die einzige Begrenzung, die wir haben. Karen, du bist jetzt hier bei uns. Ich möchte, dass du alle Leute zählst, die hier in die Kommentare atmen geschrieben haben, auf YouTube und auf Instagram. Die Zahl schickst du mir später. Das ist so wunderbar. Machen wir weiter. Ich denke fast, ich bin ein PhD. Der Heilige Geist wirkt überall und wir müssen ihm folgen. Dadurch verlieren wir ein bisschen die Kontrolle über unser nettes, geplantes Life. Der Heilige Geist handelt. Wie auch immer, ihr Leute, denen der Heilige Geist gesagt hat, dass sie ihre Operation absagen können, hört zu. Der Geist Gottes tut jetzt zweierlei. Er begradigt eine verbogene Nasenscheidewand. Er wird dich richtig berühren. Und du wirst ein Knacken in deiner Nase spüren. Das wirst du spüren und hören. Er wird sie begradigen und nichts wird mehr wehtun. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du Operationen ohne Narkose und ohne Schmerzen und ohne Nebenwirkungen durchführst. Leute, ich hörte im Geist das Knacken des Knochens.
Ich hörte das. Gut, weiter. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du Operationen durchführst, die nicht schmerzen und perfekt ausgeführt werden. Jetzt, durch deine Leitung, durch deine Kraft und durch die Autorität Jesu Christi, befehle ich verkrümmten Nasenscheidewänden gerade zu werden. Ich befehle den Knochen, sich gerade auszurichten und dabei auch zu knacken. Begradigt euch jetzt. Seid jetzt geheilt. Die Scheidewände sind gerade. Teufel, du bist ein Verlierer und ein Lügner. Nimm deine Hände von diesen Leuten. Die Nasenscheidewände sind jetzt begradigt. Die OPs können abgesagt werden. Ich möchte, dass ihr jetzt Folgendes tut. Wenn ihr in eurer Nase ein knackendes Geräusch gespürt oder gehört habt, möchte ich, dass ihr jetzt schreibt Nase. Schreibt nur Nase hin. Ich habe überlegt, ob ihr vielleicht Nasenscheidewand schreiben solltet, aber Nase ist besser. Also schreibt nur Nase, wenn ihr ein kleines Knacken gehört oder gespürt habt oder wenn ihr fühltet, dass sich eure Nase begradigt hat. Ich sehe noch etwas, was der Heilige Geist tut. Ich sehe, dass hier einige Leute zuschauen. Oh, schau, da steht zum ersten Mal Nase. Also ich sehe, dass hier einige Leute zuschauen und ich sehe, dass der Heilige Geist auch Polypen aus den Nasennebenhöhlen entfernt. Hier sind also Leute, die Polypen haben, deshalb können sie nicht frei atmen. Ich sehe, dass eine Ehe dadurch schon beeinträchtigt ist, weil ein Partner durch die Polypen so laut schnarcht. Das war wirklich sehr störend. Ich sehe, dass der Heilige Geist sagt, meine Freundlichkeit und Güte entfernt diese Polypen und du wirst schlafen, ohne zu schnarchen. Schau, noch jemand auf Englisch, Nose und noch jemand. Jesus, danke, danke, Jesus, danke, Jesus. Deine Ehe wird jetzt entspannter sein. Ich gebiete also den Polypen, jetzt zu verschwinden. Ich breche alle geistliche Schwäche, Teufel, du bist ein Lügner. Jesus ist die einzige Wahrheit. Jesus sagt, ich habe alle Krankheiten ans Kreuz genommen. Ich selbst habe sie getragen. Deshalb gebiete ich genau jetzt den Polypen zu verschwinden. Verschwindet komplett. Ich gebiete auch der chronischen Sinusitis auszutrocknen und zu heilen. Nasenwurzel sei völlig geheilt. Ich setze außerdem Nierenwunder frei. Ich befehle, dass Menschen, deren Nieren nicht arbeiten, nagelneue Nieren vom Himmel bekommen. Ich befehle, dass Nieren wiederhergestellt werden und Nierensteine verschwinden. Niereninfektionen müssen gehen. Jesus, ich danke dir jetzt für diese Wunder. Du bist wunderbar. Leute, Jesus ist gut. Es ist Zeit zu gehen. Es ist schon 9:02 Uhr und das war über eine Stunde. Danke, dass ihr aus der Schweiz, aus Deutschland, Österreich und von überall auf der Welt hier dabei wart. Jesus ist wunderbar. Danke. Ciao.